Hey Skat-Freunde, für mich ist dieses geile Turnier leider nach der Vorrunde beendet. Ich habe es nicht ins Finale der besten 16 geschafft, habe aber alles versucht und auf dem Weg dahin noch ganz schön Federn gelassen, bin am Ende 63. geworden. Manöverkritik anschließend einfach zu viele Schlüsselspiele verloren. Da waren so drei Stück im Turnierverlauf dabei, wo ich hinterher sage, ja, das waren wohl diese Spiele. Einmal in der achten Serie, ich hatte gerade in der siebten Serie 1800 gespielt, war genau vom Schnitt da, wo ich sein wollte, hatte wieder zur Hälfte fast 1000 liegen und dabei ganz schön viele schwache Spiele gewonnen. Jetzt bekomme ich in Hinterhand die drei unteren Buben Kreuz König zu viert, also sieben Trümpfe in der Beikarte Pik Ass König und Herz 10 König Lusche. Das war wohl so ein Spiel, wo ich auch wieder dachte, ach komm, hier geht's endlich mal nur um Schneider oder Schneider frei, endlich mal wirklich ein sehr gutes Spiel. Hab dann 14 Augen in Herz gedrückt, also Pik Ass König und Herz Lusche im Blatt gehalten und das war jetzt nicht so günstig. Aufschlag war Herz Dame, Herz Ass, 14 Augen, dann wird auf Pik gewechselt. Ich habe den König noch in der Hand, verliere also diesen Stich noch und es stehen vier Trümpfe. Spiel verloren, ohne Chance, drücke ich da Herz 10, Pik König, bin ich Sieger. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, ist vielleicht so diese Nuance stärker. Also nicht den Riecher gehabt in dem Moment, das war schon mal ein Beatspiel. In der Serie danach dann so ein Ding, wo ich mich entscheiden muss, riskiere ich jetzt den Grang? Oder versuche ich, ein Farbspiel Schneider zu spielen, weil 24 gereizt war. Ich habe da ein bisschen die Panik gekriegt und dachte, na, vielleicht ist die Chance etwas größer, das Farbspiel Schneider zu spielen. Wollte nicht schon voll ins Risiko gehen und den Grang machen. Und ja, im Nachhinein, das Farbspiel verliere ich jetzt. Vier Trumpf dagegen. Der Grang, ja, er wäre vielleicht einfacher zu spielen gewesen. Ich habe hinterher auch wieder gedacht, ha, doch vielleicht wieder 5% mehr Chancen, einfach den Grang. Ins Risiko musst du bei diesem Turnier nämlich sowieso. Und wenn es dann so kommt, dann rennst du immer diesen Punkten hinterher, musst einfach die Schlagzahl ein bisschen erhöhen, weil diese 200, 300, 400 Punkte, die du da in zwei Spielen liegen gelassen hast, die kannst du in so einem Turnier einfach nicht aufholen. Dafür sind zu viele gute Spieler im Feld, denen das in dem Moment gerade nicht passiert ist. Und selbst so hatte ich in der 14. Liste, meine ich, noch meine Chancen. Da bin ich gut gestartet, stand 5-0, 350 und dann kriege ich bei 18 diesen Grang mit 3, mit 2 Seitenassen. Ich habe leider noch 2 Bilder an der Seite und mit 2 Luschen. Es war völlig klar, wenn er glatt steht, dann wird er so auf 55 bis 58 rauslaufen bei den Gegnern. Darauf habe ich gebaut, aber er stand nicht ganz glatt und da war auch dieses Spiel verloren und damit bin ich jetzt eben raus. Kein Beinbruch, Leben geht weiter. Heute um 7:30 Uhr mussten die Finalisten schon antreten und diese 16 Jungs, die kämpfen jetzt um den Weltmeistertitel. Ergebnisse sind übrigens auch live im Internet zu verfolgen. Das könnt ihr gerne schon mal machen. Ich stelle euch im Moment noch mal einmal kurz die Kollegen vor. Sensationeller Erster, trotz Einschränkungen bei der Sehstärke. Volker Eckhoff aus Hamburg, toi 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 fürs Finale. Zweiter, Kandi Richter, mehrfacher Bundesligameister, einer meiner Geheimfavoriten. Dritter, Christian Schorn, ein Nordlicht. Vierter, Walter Bechel, Haudegen aus der ersten Liga, sehr erfahrener Mann. Auf der Position 5, Yves Enke, gefolgt von sechstens, Mike Neumann. Und es geht weiter mit siebtens, Gerd Raschke, achtens, Denis Lazicic, der Greifer und neuntens Martin Däuber. Das sind fünf hochkarätige Spieler, denen jeder der Titel zuzutrauen ist. Auf der 10, René Schröder, segelt scharf am Wind. Hat er die Nerven fürs Finale? Elfter, Ari Burgas, eine der Lichtgestalten des Skates, sein 10. Finale. Das hat, glaube ich, kein anderer. Mal schauen, ob es diesmal für ganz oben reicht. Auf der 12 Markus Bohn, Kampfsau mit Offensivqualitäten. 13. Hartmut Wagner, für mich der große Unbekannte. Wird er es danach immer noch sein? 14. Richard Holzer, auch das sicher eine kleine Überraschung. Richard gibt Gas. 15. Jörg Husson, erfahrener Mann aus der ersten Bundesliga. Und 16. Thomas Kinnback, Skat-Analyst und Skat-Lehrer. Euch allen ein gut Blatt und viel Spaß. Das Finale läuft über eine Distanz von 5 Serien à 48 Spiele. Das sind noch einmal fast 10 Stunden Netto-Spielzeit für alle Finalisten. Ein echter Skatmarathon. Maximale Fairness ist garantiert, denn jeder Spieler spielt eine Serie gegen jeden seiner Gegner. Zusätzlich, das könnt ihr hier sehen, zwei Schiedsrichter sind an jedem Tisch und schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
Spannung bis zum Ende ist dadurch garantiert, dass nicht die Listenpunkte einfach zusammengezählt werden, sondern tischweise gibt es Wertungspunkte, 4 Punkte für den Tischsieger, 3 Punkte für den zweiten, nein, 2 Punkte für den dritten und ein Wertungspunkt für den letzten. Die erspielten Punkte sind gewissermaßen nur das Torverhältnis. So ein Finale, das ist für jeden sicher ein Highlight, auch für Ari, der hier gerade aus dem Bild gehuscht ist und schon 10 Finals gespielt hat. Lampenfieber und Aufregung gönne ich jedem Skatspieler, der dieses Finale erreicht hat. Ich bin übrigens gar nicht der Einzige, der hier mit der Kamera unterwegs ist. Ein Filmteam aus Kanada dreht einen Dokumentarfilm, da bin ich auch schon mal gespannt. Aber jetzt bin ich erstmal neugierig, wer sich diesen Weltmeistertitel holt.